stand da, ich habe gesagt, ich gehe direkt nach vorne. Und dann kam der Widerstand, ich gehe aus der Linie raus und gehe nach vorne. Zweite Übung. Dritte Übung war, ich gehe im Rein aus der Linie raus. Jetzt kommt das dritte, die eigentliche Übung. Ich bin schon vorne. Jetzt kommt zurück und jetzt kommt er nochmal. Jetzt kann ich sagen, oh, Moment. Und dann geht es wieder von neuem los, sondern ich muss aus dem Stand, wo ich gerade bin. Und es kommt sehr, sehr oft vor, aus dem Stand was machen. Vielleicht starte ich auch schon so von Anfang an. Weil ich sage, was sag ich? Ich starte schon so. Ich stehe nicht so vor dir. Also was mache ich dann? Dass ich den nicht aus der Linie raus muss. Wenn ich nicht aus der Linie raus muss, haben wir vorher geübt. Direkt nach vorne. Aber was ist, wenn ich aus der Linie raus muss? Da gibt es erstmal so eine Grundregel, wo ich mich dran halten sollte. Was aber jederzeit auch flexibel verändert werden könnte, muss eventuell. Ganz simpel. Wenn ich nach rechts will, bewege ich das rechte Bein. Wenn ich nach links will, bewege ich das linke Bein. Und belaste es. Immer zur Seite. Abfangen. Schub es mir auf die andere Seite. Dann darüber. Abfangen. Also ich mache es nicht, wenn du mich darüber drückst. Und dann darüber, dass ich sowas mache. Aber umgekehrt, wenn du mich darüber drückst. Ja, sowas mache. Ganz simpel. Hopp, einfach abfangen. Wie wenn ich das tack, tack. Das Problem, was wir manchmal haben, ist, wo wir auch verzweifeln. Einmal ist es belastet, einmal ist es nicht belastet. Dann links raus und auf die Linie vor. Und dann wieder durch. Und jetzt nach rechts raus, in den rechten Fuß und dann wieder vor.